Das ist Nachbau von einem Arcade-Automat aus den 80er Jahren. Die Spiele waren alle sehr simpel, entweder horizontal oder vertikal scrollen, und das war der Bildschirmtest. Die Spiele waren dafür gemacht, möglichst viel Eifränkler aufzufressen. Das heisst, es war nicht die Idee, dass die simpel und einfach zu lösen sind. Also die meisten von diesen Spielen waren so, man hat abwechslungsweise gespielt. Zuerst Spieler 1, dann Spieler 2, wenn es Spieler 1 geputzt hat. Die Materialkosten waren ungefähr 1200 Stutz für die ganze Anlage hier. Als kleiner Bonus hat er noch einen kleinen Bruder in der Schublade. Funktioniert genau gleich wie der Gross. Hat die gleiche Software drauf, ein paar Spiele weniger, da sind nur etwa 5-6 Spiele drauf. Man braucht fast eine Lupe, damit man sieht, wo man da hergeht. Teile gibt es bei verschiedenen Händlern, also zum Beispiel Joysticks und Buttons habe ich gekauft bei Arcade World. Der Monitor ist ein alter VGA-Monitor, das Holz kommt aus dem Baucenter. Die habe ich drucken lassen, habe ein Gehäusedesign gefunden bei Arcade Forge. Die Spiele sind alle nur gelaufen, wenn man mitteilt hat, dass man Geld eingeworfen hat. Ah ja, ja. Da die Maschine da keinen Münzprüfer hat, tun wir das einfach mal ein bisschen simulieren. Ah gut. Aber ja, geben das dir. Die Maschine glaubt jetzt, jemand hat Geld eingeworfen. Und jetzt funktioniert das Spiel tatsächlich. Donkey Kong. Aber es war der erste Auftritt von Mario. Die rote Latzhose, die rote Mütze, das blaue Hemd, das ist der Mario. Das war im Donkey Kong? Das war Donkey Kong, ja. Jawohl. Thank you.